Hallihallo, meine Lieben. Willkommen zum Wochenendorakel. Wenn ihr das Video jetzt seht, dann bin ich längst schon unterwegs nach Nordrhein-Westfalen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schauen rein. Ich bedanke mich nochmal für eure lieben Kommentare, für eure Likes und alles, was ihr mir entgegenbringt. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch und auch schön, dass es euch gibt. Und jetzt gucken wir mal rein in das Wochenorakel. Ich sehe gerade, ich habe ja gar kein Tarot. Wo ist mein Tarot? In das Wochenende rein vom 2. bis zum 4. Also vom 2. bis zum 4.8. Ne? Da schauen wir jetzt hier nochmal rein. So. Okay, ich fange einmal an. Also, was zeigt sich denn jetzt hier am Wochenende? Wir haben auch den Neumond im Löwen, wo es wieder um neue Dinge geht, wo man Stolz zeigt, wo man Stärke zeigt, wo man mit erhobenen Hauptes durchs Leben geht. Und ich habe auch eine Neumond-Legung, habe ich schon fertig gemacht. Ne? Also, die müsste jetzt schon oben sein. Die könnt ihr euch natürlich auch nochmal angucken. Da waren auch ganz interessante Aspekte zu sehen. So, nicht vergessen, das ist mein Wolfsorakel, mein Wolfsmondorakel, und da gucken wir jetzt mal rein. Was zeigt sich denn hier am Wochenende vom 2. bis zum 4.? Was zeigt sich? Also, hier ist eine Situation, etwas Neues kann entstehen, wenn du dazu bereit bist. Ne? Also sowas wie ein Neuanfang könnte am Wochenende auf dich zukommen. Und auch etwas Neues, was sich dir vielleicht auch neu zeigt. Und du sollst erstmal beobachten, bevor du hier reagieren tust. Ne? Also hier könnte sich etwas zeigen, wo du erstmal gucken sollst. Okay, was ist das jetzt? Was zeigt dir die Situation? Ne? Also noch nicht reagieren, sondern erstmal nur beobachten. So, was sagen die Lektionen deiner Seele fürs Wochenende? Okay, will keiner mehr mit. Schwere Zeiten. Also ich habe so das Gefühl, dass es hier bei dem einen oder anderen irgendwie zu schweren Zeiten kommen kann oder dass dir am Wochenende vielleicht auch bewusst werden kann, dass schwere Zeiten, ne, dass du Schwierigkeiten akzeptierst und diese aber auch zur Gelegenheit nutzt, etwas daraus zu lernen. Ne? Was sagt die Schutzengel-Orakel von Kai Quay für das Wochenende? Da haben wir, tritt einen Schritt zurück, also du sollst dich hier mal ein bisschen ausruhen, einfach mal ein bisschen zurücklehnen, einfach vielleicht auch mal nichts tun am Wochenende, nicht dich einfach mal führen und fallen lassen, aber im Positiven, und du sollst auch am Wochenende hier Wunder erwarten, also irgendwas könnte sich am Wochenende für dich ereignen, was dir hier ein Wunder anzeigen kann, ne? Und man sieht ja, wie diese Frau hier lächelt, also das könnte dich hier zum absoluten Lächeln bringen, diese Situation. Gut, schauen wir mal rein ins Tarot. Das ist mein eigenes Tarot der Sinne. Da gucken wir mal, was da gesagt wird. Ich habe heute viele von meinen eigenen Kartendecks dabei. Also einmal das Wolfsorakel, das Tarot der Sinne und mein nordisches Lenormand. Findet ihr auch auf meiner Webseite. So, und da gucken wir mal rein, was zeigt sich am Wochenende jetzt hier fürs Kollektiv. Da wollen wir doch mal was sehen. Okay, hier ist einmal der Tod. Irgendetwas geht zu Ende, dann kommt ein Wandel. Die zwei sind zusammen rausgefallen. Das perfekte Paar, das ist gerade zusammen rausgefallen. Eieiei. Und wir haben die 10 der Stäbe. Okay, gut. Ich werde die Karten jetzt einfach nochmal mit Tarotkarten abklären. Also im Großen und Ganzen können wir sagen, am Wochenende könnte es noch zu einer ein oder anderen Enttäuschung kommen, was ich hier sehe. Und man zieht sich dann so ein bisschen in sich selber zurück. Ne? Man braucht Erholung, man braucht einfach mal hier ein bisschen Ruhe für sich selber. Hier wartet aber noch eine Chance auf einen Neuanfang oder eine Chance, dass man etwas bekommen kann, ne? Dass hier was erfolgreich wird. Das wartet auch noch am Wochenende. Und wie gesagt, mit dem Tod sehe ich, dass hier ein natürliches Ende in irgendeiner Sache herbeigeführt wird, dass es dann hier zu einem Wandel kommt, zu einer Veränderung. Und dann sehe ich hier das perfekte Paar, König der Stäbe und Königin der Stäbe und dann noch die 10 der Stäbe. Ne? Also irgendetwas Anstrengendes könnte sich hier am Wochenende auch noch zeigen. So, der Tod. Was zeigt der Tod hier? Was zeigt der Tod? Also hier ist ein Bube der Stäbe und die Freiheit. Ne? Also
Es kann sein, dass man sich hier von einer Person befreit am Wochenende, dass da etwas zu Ende gehen wird oder etwas transformieren wird. Also ich habe hier so das Gefühl, es wird etwas irgendwie zu Ende gehen mit dem Bubel der Stäbe und man kann sich dann befreien. Man sieht ja hier, wie diese zwei Personen da so springen. Also das ist schon ganz krass jetzt gemacht, ne? Und ich denke mal, auch kein Zufall. Vielleicht springt man aber auch in eine Transformation gerade rein, ne? Also habe ich auch so gerade im Gefühl, dass es hier Mann und Frau ist, die gerade in eine Transformation reinspringen oder wo halt wirklich etwas hier irgendwie ein natürliches Ende findet, ne, in dieser Situation. Das kann auch sein, dass man hier etwas umsetzen möchte, dass man sich jetzt endlich mal aus einer Sache hier befreien kann mit dem Tod und dass man dann auch wieder frei ist. Ja. So, die Sechs der Schwerter. Was zeigt sich mit den Sechs der Schwertern? Da sehe ich erstmal hier, dass es um ein glückliches Beisammen gehen kann. Ne? Vielleicht möchtest du dich hier irgendwo auf dem Weg hin machen. Vielleicht fährst du zu Freunden oder nimmst etwas mit Freunden am Wochenende. Es kann aber auch sein, dass Freunde zu dir kommen oder dass hier irgendeine Feier ist, irgendeine Party. Also bei uns ist auf jeden Fall Geburtstagsparty in Nordrhein-Westfalen am Wochenende, das weiß ich. Und ja, ne, es geht hier um Menschen, mit denen du am Wochenende hier in Kontakt stehen könntest, etwas unternehmen könntest. Und genau, das ist hier mit der Fall am Wochenende. So, jetzt möchte ich etwas auf die Königin der Stäbe und den König der Stäbe. Das ist nämlich eine richtig heiße Feuerenergie. Was ist mit Königin der Stäbe und König der Stäbe? Okay, da hat sich erstmal jetzt hier die Chance auf Kommunikation aufgedeckt. Es gibt hier irgendwie Klarheit in einer Situation, warum hier ein Stillstand drin war. Es geht jetzt nämlich aus dem Stillstand raus. Und wir haben hier aber noch die drei der Schwerter. Das kann eine Verletzung sein, das kann ein Schmerz sein. Ich möchte mal wissen, warum die drei der Schwerter. Ja, es kann hier noch irgendwie zu Streitigkeiten oder Konflikten kommen, ne, was ich hier sehe. Ja, ja. Also irgendwie zeigt sich am Wochenende mir eine Situation an, wo man hier einfach eine Chance bekommen kann, sich vielleicht auch von einem Schmerz und von Konflikten auch zu befreien. Also entweder kommen hier für den einen oder anderen noch ein paar Konflikte. Ne? Wir haben ja nicht vor umsonst die Karte schwere Zeiten und beobachte erstmal, bevor du reagierst. Also das kann schon so ein kleines Indiz sein, dass es hier eine anstrengende Kommunikation wird. Vielleicht war hier erstmal gar keine Kommunikation und dann geht der Stillstand raus. Aber ich habe hier halt noch die drei der Schwerter und das kann ein Herzschmerz sein. Das kann Streitigkeiten sein, das kann eine Herausforderung sein, die dir wirklich hier zu irgendwie am Wochenende noch zu schaffen machen könnte. Okay, dann fragen wir jetzt mal noch die, es kann aber auch etwas im Kollegenkreis sein, aber ich habe es eher so ein bisschen mehr in der Liebe, in der Umsetzung, na, wenn man was umsetzen will. Die Zehn der Stäbe, was sagen die noch für das Wochenende? Die Zehn der Stäbe, die zeigen eigentlich hier etwas an, dass man hier schwer zu tragen hat. Na, man will hier an ein bestimmtes Ziel und jetzt klingelt's, Moment, bin gleich wieder da. So, meine Tochter war es, die kam gerade von... Und also nochmal, der Stern, der kündigt auch hier jetzt ja etwas an, dass es hier um Wünsche geht, um Erfüllungen geht. Ne? Man wünscht sich hier eine glückliche Familie, man wünscht sich hier etwas, man hat Hoffnung, man ja, man möchte einfach schöne Gefühle haben. Ne? Aber es kann sein, dass es hier aus dieser Schwere vielleicht auch in leichtere Gefühle am Wochenende geht oder dass ich hier einen Wunsch erfüllen könnte für dich am Wochenende, erstens aus der Schwere rauszukommen oder dass es für dich vielleicht auch hier ein bisschen schwerer sein kann, ne, in so eine bestimmte Leichtigkeit zu kommen. Wir haben halt den Wunsch nach schönen Gefühlen, den Wunsch nach Leichtigkeit, ne, am Wochenende hier mit drinne. Okay. Gut, schauen wir mal weiter mit den Lennys. Ja, also ach der Kelche, man lässt etwas auch hinter sich. Ne? Man arbeitet hier nicht mehr an irgendeiner Sache. Also man lässt etwas hinter sich und möchte hier wirklich wieder das Glück reinbringen. Ne, in eine Angelegenheit. So, da gucken wir mit den Lennys noch rein, mit dem nordischen Lenormand oder nordischen Lenormand, so rum. Und da fragen wir jetzt nochmal, was zeigt sich noch fürs Wochenende, den 2. bis zum 4.8.? Was zeigt sich hier noch am Wochenende? So, eine noch.
Ja, immer wenn ich sage, eine noch, kommt zwei, ne? Okay. Aha. Okay. Seht ihr das überhaupt? Ja. Also am Wochenende zeigt sich hier eine Entscheidung. Man muss sich für einen Weg entscheiden. Und dieser Weg hat mit Kommunikation zu tun, weil irgendwie ist hier gerade keine Kommunikation und man hat Kummer. Ne? Und man versucht das irgendwie zu verändern. Also man wünscht sich vielleicht auch am Wochenende eine Veränderung, aber hier sind halt diese dunklen Wolken. Ne? Man würde gerne hier vielleicht auch reden, Klarheit bekommen. Ne? Und das sehe ich hier am Wochenende. Es wird hier zu einer Aktion kommen. Vielleicht kommt auf dich jemand zu oder es kommt hier. Man redet hier vielleicht auch noch mal mit der Familie, entweder über ein Kind oder hier ist eine familiäre Sache. Für einige habe ich hier so drinne, dass hier irgendetwas unruhig werden könnte mit einem Kind. Ne? Also man versucht hier vielleicht auch Aktionen zu machen mit der Familie oder sowas. Irgendwas ist hier unruhig mit einem Kind und dann versucht man hier Klarheit zu bekommen. Das kann auch hier irgendetwas Gesundheitliches sein. Ne? Vielleicht ist es auch so, dass dein Kind gerade krank ist oder krank werden könnte, aber jetzt nicht schlimm krank, sondern vielleicht Erkältung oder Bibabo, irgend sowas. Ne? Und dass sich das auch so ein bisschen anstrengen könnte und das Ganze Unruhe auch machen könnte. Vielleicht hat dein Kind aber auch eine bestimmte Unruhe hier und eine Hektik irgendwie im Leben, ne, dass man auch da nochmal Gespräche führen sollte. Für andere kann das jetzt sein, wenn es jetzt wirklich um das Thema Liebe geht, das sehe ich hier am Wochenende, dass man hier Aktionen macht, dass Aktionen kommen von Familie, aber auch Personen, die in deinem Leben sind, wo es wirklich um Sicherheit geht, wo es um Stabilität geht, vielleicht auch um einen Neuanfang. Ne? Vielleicht möchte man hier auch irgendetwas neu beginnen, aber da auch eine gewisse Unruhe noch drin ist. Und ja, man wünscht sich hier ganz einfach Wachstum in einer Sache. Ne? Das kann auch etwas komplett Neues in der Liebe sein. Vielleicht hast du auch jemanden neu kennengelernt und ja, möchtest jetzt ganz einfach hier mal, dass das ein bisschen stabiler mit dieser Person wird. Ne? Das kann auch sein. Arbeitsmäßig habe ich das so am Wochenende, dass es ja auch nochmal um eine Entscheidung geht, ne? Was mit Kommunikation zu tun hat, die dich zur Klarheit bringt. Und vielleicht geht es hier auch in der Arbeit um etwas Neues. Vielleicht hast du hier ein neues Projekt oder irgendetwas Neues gemacht. Aber vielleicht ist da gerade noch keine Sicherheit und du versuchst gerade hier das Ganze stabiler zu machen mit einer gewissen Unruhe. Also die Unruhe, die ist auf jeden Fall hier noch da am Wochenende. Aber du wünschst dir hier auch Wachstum, ne? In dieser ganzen Angelegenheit Klarheit und ja, dass sich hier mal etwas erfüllt. Ne? Also du würdest gerne wollen, dass sich etwas erfüllt, dass dabei etwas rauskommt. Ne? So, jetzt frage ich mal, was macht hier noch diese Unruhe? Warum ist diese Unruhe da noch drin? Aha, guck mal, wenn es jetzt in der Liebe ist, dann gibt es hier ganz einfach eine Unruhe, weil du eine Person liebst oder weil dich jemand lieben tut. Und da sind hier noch unruhige Momente irgendwie dabei, ne? Wo es um einen Neuanfang geht. Man ist hektisch, man ist unruhig vielleicht auch im Herzen bezüglich dieses Menschen. Es kann aber auch sein, wenn man jetzt hier wirklich auf die Arbeit schaut, dass es da noch Unruhe gibt wegen eines Menschen in deinem Herzen. Auch da ist noch Unruhe. Das muss keine Liebe auf Arbeit sein. Das kann auch, ja, dass du ganz einfach nervös bist wegen einer Person auf der Arbeit oder so, wenn du arbeiten musst. Na? Okay, mein Lieben. So, dann gucken wir mal, was die Zeitkarten hier noch sagen am Wochenende. Wochenende 2.8. bis 8. Nee, bis 4.8. Da haben wir Stier einmal dabei. Stier und wir haben die 11. Gut, also die Nummer 11 ist wichtig, die Nummer 2 ist wichtig. Und ich habe jetzt hier so die Energie. Schaffe eine Struktur, ne, eine Festigkeit in einer Sache in 2 Monaten, also 2 Wochen, 2 Monaten. Und dann haben wir die Nummer 11. Höre auf Freunde. 11 Tage, 11 Wochen. Ne? Also vielleicht ist es hier wichtig, mit Freunden nochmal über diese Situation irgendwie zu reden und darauf zu hören. Also du musst das ja nicht immer umsetzen, was die anderen sagen, aber vielleicht haben die hier irgendwie einen Rat für dich in dieser Sache. Und es ist nun mal etwas Neues, weil hier oben ist ja auch die Karte,
dass hier etwas Neues entstehen kann, wenn du dazu bereit bist. Na? So, was sagt die Liebe noch am Wochenende hier? Die Liebe sagt, nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Dann sagt die Liebe, du sollst all deine Bedenken über Bord werfen und dich in meine Arme sinken lassen. Und die Zeit, man will etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen ihre Zeit. Na? Okay, also immer mit der Ruhe. So, mein Lieben, jetzt fragen wir nochmal hier Maxim Mangewitsch aus dem Soulmaster Orakel für einen Tipp für das Wochenende. Und da haben wir zwei. Da haben wir erstmal die Nummer 17. Lass alte, unbewusste Gewohnheiten los. Der erste Schritt, um zu bekommen, was du wirklich willst, besteht darin, alles hinter dir zu lassen, was du jetzt nicht mehr willst. Ne? Also auch hier nochmal eine Aufforderung, dass du das Alte hinter dir jetzt lassen sollst. Und die Nummer 16. Wir haben die Nummer 16, die Nummer 17. Nimm dir Zeit für den Körper. Die Jugend ist für alle. Das Alter ist nur einigen wenigen Auserwählten vorbestimmt. Denjenigen, die bereit waren, im Laufe ihres Lebens aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun. Das heißt also, geh einen Schritt zurück, mach eine Pause, ne, achte wirklich auf deinen Körper, gönn deinen Körper auch hier wirklich mal Ruhe. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommt der schöne Runenteller von der lieben Claudia Judex. Ihr findet die Claudia auch in der Infobox. Ich verlinke die euch auch nochmal im Kommentarfeld, die liebe Claudia. Und die stellt solche wundervollen Runenteller her. Ich verlinke euch auch nochmal ein Video zu den Runenteller, wie man sowas anwendet. Ihr könnt euch bei Claudia auch einen individuellen Runenteller anfertigen lassen. Auch mit diesem wundervollen Glückstein hier in der Mitte. Ich habe zum Beispiel hier einen Amethyst. Also die Claudia ist für eure Wünsche offen. Und wer sich jetzt noch nicht mit Runen oder sowas auskennt, da müssen nicht unbedingt Runen drauf. Ne, ich habe halt diesen Runenteller bekommen. Und ihr könnt euch auch andere Zeichen drauf machen lassen von ihr. Also die ist da offen und ja, sagt ihr einfach eure Vorstellungen, ne, die ihr gerne habt. Und da könnt ihr so einen Runenteller bei ihr erwerben. Gut, meine Lieben, wir gucken. Wie gesagt, die Webseite verlinke ich euch von der Claudia unten in der Infobox. Und da könnt ihr gerne mal drauf gehen oder mit Claudia in Kontakt kommen. So, ich möchte jetzt wissen, was ist noch fürs Wochenende jetzt hier wichtig und relevant? Hier ist so ein schicksalhafter, das sehe ich jetzt schon mal, ne, weil die Isa, die ist hier im Rat des Schicksals drinne. Und da können wir schon mal sagen, hier ist ein schicksalhafter, Stillstand. Ne? Also hier ist gerade irgendwie ein Stillstand drinne, hier ist irgendwas gerade auf Eis gelegt in irgendeiner Situation, was ich hier sehe. Uns begleiten heute nicht viele Runen, aber die, die uns begleiten, die sind hier wichtig fürs Wochenende. Ein schicksalhafter Stillstand, das ist hier eine Veränderung, ne, wo jetzt etwas auf Eis gelegt wird, etwas wird gerade eingefroren. Dann haben wir hier im Süden die Umsetzung. Es geht hier um eine Seelenliebe, es geht hier um harmonische Beziehungen auch, um das Miteinander, dass man hier trotz alledem, was da gerade ist, verwurzelt bleibt, dass man in der Erdung bleibt, dass man ruhig bleibt. Ja, also so ungefähr ruhig brauner. So, und dann haben wir hier im Westen noch liegen. Und zwar haben wir im Westen hier liegen die Energie des Wassers, also der Gefühle, ja, die Gefühle. Hier ist gerade so ein bisschen ein Mangel in den Gefühlen, ne? Also der könnte sich auch noch am Wochenende zeigen. Und es geht vielleicht auch darum, hier ist gerade nicht so richtig die Fülle da, ne? Also man führt vielleicht auch so ein paar Veränderungen in der Not durch. Hier ist die Dakas, die eigentlich dafür steht, okay, mach dich jetzt mal am Wochenende locker, auch wenn hier gerade nichts kommt so richtig, auch wenn hier gerade etwas nicht ganz so richtig läuft, bleib trotzdem verwurzelt in deiner Mitte, mach dich locker. Und hier haben wir auch wieder die Isa, ne, und die Jere. Es wird sich was wandeln. Es werden also hier auch wieder Momente auf dich zukommen, wo eine Wandlung geschieht, ne, und wo die Fülle auch wieder in dein Leben kommen wird. Also am Wochenende gib nicht gleich auf, wenn mal etwas irgendwie nicht klappen sollte oder du gerade einen Mangel hast oder gerade keinen Kontakt zu deinem Herzensmenschen gegenüber oder zu wem auch immer, sondern bleib hier wirklich gut verwurzelt, ne? Mach etwas für dich, bleib hier da wirklich locker in dieser Angelegenheit und ja, es wird sich wieder die Chance bieten, ne, dass jemand hier wieder auf dich zukommen wird, ne, wo ihr euch
euch vielleicht auch wieder sehen werdet, reden werdet. Genau. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch aber ein wundervolles Wochenende und jetzt höre ich endlich auf zu labern. Und ja, ich würde mich natürlich über Likes, über liebe Kommentare freuen oder was ihr vielleicht auch am Wochenende vorhabt, ne? Also wie gesagt, wir fahren weg und kommen erst Sonntagabend wieder. Und ja, wir hören uns dann auf jeden Fall am, habe ich ja schon gesagt, am Sonntag, ne? Spätestens Sonntagmittag oder Sonntagmorgen mit dem Wochenorakel. Aber das drehe ich nämlich heute noch für euch vor, ne? Oder nee, habe ich schon vorgedreht. Heute haben wir ja Freitag, genau. Gut, meine Lieben, also dann bis später. Ciao.